sicher bist, dann bist du kein Kind Gottes. Oder natürlich, nach Jahren bist du so in Sünde gefallen, dass der Teufel dir das einredet. Das gibt es natürlich auch. Eine einzige, die sich traut zu sagen, ich bin ein echtes Kind Gottes. Aber dich habe ich doch schon öfter gesehen und gehört. Immer. De Simon. Ich weiß nicht, ist das richtig ausgesprochen? Was soll ich sind? De Simon. Simon? Heißt das Simon? Ach, Simon. Simon, dich habe ich doch schon oft gesehen. Oder gehört, oder. Okay? Errettet durch Gnade, ein wiedergeborener Christ, ein Kind Gottes. Also, das war ja eine Ja, richtige Aussage. niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mini, auch an dich. Bist du ein Kind Gottes? Bist du sicher? Also an alle hier drinne, und ich kenne so einige hier. Wer ein Kind Gottes ist, bitte mach doch mal einen Daumen hoch. Ja. Und wenn nicht, Daumen runter. Also das Thema heute ist ja eigentlich für Kinder Gottes da. Weil es ist ja oft so, ja, man kann es ja auch sagen, ja, sehr schön, da sind wir Brüder. Das freut mich vom ganzen Herzen. Herr Kerl? Mini-Tinik. Ja. Und wenn hier jetzt ein Mensch ist, der Jesus noch nicht kennt oder vielleicht schon kennengelernt hat, aber noch nicht die Entscheidung getroffen hat, werde ich trotzdem erklären, wie du ein Kind Gottes werden kannst. Ach, Dominik. Warte. Carlo. Dominik. Sehr gut, Dominik. Dann sind wir Brüder im Herrn. Wenn du zu Jesus Ja gesagt hast und dein Leben ihm wirklich übergeben hast, dann sind wir Brüder im Herrn. Und dann sehen wir uns spätestens im Himmel, wenn nicht hier auf der Erde. Und das freut mich. Wir sind alle Kinder Gottes und egal welche Religion, wir sind alle Brüder und Schwestern. Da muss ich dich leider enttäuschen, weil da sagt die Bibel was anderes. Kann ich dir gerne vorlesen. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, das stimmt. Und Jesus liebt dich von ganzem Herzen und will, dass du ein Kind wärst, weil so viele ihn aufnahmen. Denen gab er es Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Also erst, wenn du Ja zu Jesus sagst, wenn du, das sehen wir uns gleich nochmal an. Ich denke, ich werde das als erstes, bevor wir das Thema überhaupt durchnehmen, werde ich erstmal erklären, wie du überhaupt ein Kind Gottes mal wärst. Ne? Genau. Das werde ich, genau, einmal. Und Dominik, können wir uns im Himmel erkennen? Ja, kennen wir. Zum Beispiel hat der reiche Mann in Lukas 15, 16. 16 den Na, Abraham erkannt. ja. Sofort. Und auch Elia und Mose wurde erkannt Auf der von. Erklärung, auf der Erklärung, Genau. genau. Richtig. Ja, wir kennen uns wieder. Und weißt du was? Und jetzt schreib dir diesen Satz auf. Weil es kommt ja immer wieder die Frage, kennen wir uns wieder im Himmel? Ist Familie noch Familie? Was ist mit meinem Opa, meiner Oma und so weiter und so weiter. Pass auf. Falls wir uns nicht kennen, haben wir eine Ewigkeit Zeit, um uns kennenzulernen. Ja, das stimmt. Oder? Ja. Genau. Sehr gut. Nein, nur wenn du Jesus in dein Herz Gut, einlädst. aber für was anderes hat er das geschrieben. Okay, ja. Ich bin ein Mensch. Zweitens Handel ein Moslem und ich Okay. inspiriere. Jede Religion. Okay. Also. Ja, bitte. Du hörst gerade so zu. Ja, also, natürlich bist du ein Mensch. Du bist Moslem nach deiner eigenen Aussage und du respektierst jede Religion nach deiner Aussage. Ich stimme dir zu, indem ich auch ein Mensch bin. Ich stimme dir nicht hinzu, dass ich kein Moslem bin. Und ich stimme dir nicht Dass du zu, ein Moslem bist. dass ich jede Religion respektiere. Ich respektiere jeden Menschen, ja, aber ich respektiere nicht die Religion, denn ich möchte nicht, beziehungsweise der Herr Jesus möchte nicht, dass du verloren gehst oder irgendein Mensch hier auf dieser Erde. Denn es ist deine Entscheidung. Aber schön, dass du hier bist. Wirklich. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns auch darüber, dass du gleich das Wort Gottes hören darfst und kannst, genau wie wir. Bleib hier, benimm dich und hör mir zu. Ja, genau. Ich schau mal ganz kurz drin, diese Stelle.
Baris, ja. Genau, also wir respektieren die Menschen, aber ich persönlich oder wir Geschwister respektieren nicht die Religion, weil wir halt nicht möchten, dass ein Mensch hier auf dieser Erde verloren geht. Ne? Na klar, wenn sie das Ja, wollen, wenn die genau. Zeit haben und dabei bleiben, dann machen wir das doch gerne. Also eigentlich hatte ich vor, jetzt wirklich nur für die Kinder Gottes ein Thema durchzunehmen oder wir gemeinsam, wie kann man als Kind Gottes leuchten? Wie kann man leuchten als Kind Gottes? Aber ich werde anders anfangen. Ich werde erstmal erklären, weil hier ja manche drin sind, die sind doch gar keine Kinder Gottes. Wie wird man überhaupt ein Kind Gottes? Wie wird man überhaupt errettet? Also wie wärst du überhaupt gerettet? Wie kannst du überhaupt in den Himmel kommen? Das werde ich, aber da werde ich nur 5 bis 7 Minuten und dann gehen wir in das Thema ein, ne? Genau, ich möchte nur einmal kurz das Video teilen. Schon sind wir wieder da. Ja, überleg mal. Paulus sagte, er sei der größte Sünder gewesen. Der erstrangige Sünder, je nach Übersetzung. Gut. Hallo, Gottes Segen. Gottes Segen euch. Ja, Gigi, halt die Hand du, oder? Ja, wir können gerne anfangen. Danke. Gut, ich denke, wir werden Stille zu Anfang. Denn beten wir gemeinsam. Und der Bruder fängt dann an. Ja, genau. Dann lass uns gemeinsam beten. Du beten. Ja. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dich erkannt haben, Herr Jesus. Danke, dass du der Wahrhaftige bist, Herr Jesus. Danke, dass du mich Sünder und Sünder angenommen hast. Dafür hast du dich ja hingegeben und bist der Sühneopfer gewesen, Herr Jesus Christus, Herr. Danke, dass ich durch dein Blut gereinigt worden bin, Herr Jesus Christus, Herr. Schenke du jetzt, dass die Herzen geöffnet werden, Herr Jesus Christus, Herr, und auch der Verstand, die Ohren, Herr Jesus Christus, Herr, damit wir erkennen, in welcher Lage wir uns befinden und derjenige, der dich noch nicht hat. Ganz besonders, Herr Jesus Christus, Herr. Schenk du uns heute das, was wir brauchen, Herr Jesus. Denn du weißt, du kennst jeden Einzelnen und du kennst das Herz jedes Einzelnen, Herr Jesus. Herr Jesus, schenk du meinem Bruder Ruhe. Nimm du alles weg, was von ihm kommt, Herr Jesus, und schenke du alles, was von dir kommt. Ja, segne du uns, Herr Jesus Christus, Herr. Danke dafür. Amen. Amen. Ja, also ein paar Minuten, bevor wir das Thema wirklich anfangen, was wir heute durchnehmen möchten, möchte ich ein paar Minuten investieren, um erstmal zu erklären, wie werde ich überhaupt ein Kind Gottes? Wie werde ich überhaupt gerettet? Wie erreichst du überhaupt das Ziel? Ja, jeder Mensch hat ja ein Ziel. Und wie erreichst du das richtige Ziel? Also 4 Bibelstellen, man kann natürlich noch mehr nehmen und man könnte noch viel, viel mehr erklären. Die 4 wichtigsten Bibelstellen für mich, ja, und für manche andere denke ich auch. Unsere Grundlage, unser Glauben basiert hier drauf. Das Wort Gottes, inspiriert durch den Heiligen Geist, das ist nicht ein Buch, das ist das geschriebene Wort Gottes. Und alles, was hier steht, ist Wahrheit und ist besiegelt. Also jedes Wort, was hier drin steht, ist wahrhaftig. Es ist kein Märchenbuch und es ist nicht irgendwas verfälscht, irgendwas ausgedachtes, sondern es ist die Wahrheit. Das ist unsere Grundlage und auf diese Grundlage bauen wir auf. Und ich möchte 4 Bibelstellen uns vorlesen und dann werden wir die in ein paar Minuten kurz durchnehmen. Wie werde ich ein Kind Gottes? Wie werde ich gerettet? Und da fangen wir gleich mit der ersten Bibelstelle an, Johannes 3, Vers 16. Und ich wette mit euch, dass die meisten hier drinne diese Bibelstelle auswendig kennen. Und wenn ich jetzt fragen würde, erklär mir doch mal oder erzähl mir doch mal, was da steht, dann denke ich, dass die meisten mir das jetzt sagen können. Aber wir lesen es. Und wir schauen noch mal, was da steht. Da kommt ein Mann, ich möchte jede Bibelstelle kurz erklären, ja, 1, 2 Minuten. Da kommt ein Mann zu Jesus, das war ein gläubiger Mensch, wirklich ein gläubiger Mensch. Der war viel, viel gläubiger als wir. Und der kam zu Jesus und hat gesagt, Jesus, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in den Himmel?
Und Jesus hat ihm das dann richtig einfach und richtig schön erklärt. Jesus ist der Herr, ne? Er kann es gut erklären. Und ein Vers davon nur möchte ich lesen. Und das ist Johannes 3, Vers 16. Nur ein Vers davon. Johannes 3, Vers 16. Dort steht nämlich, denn also oder so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt. Die ganze Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, das ist ganz einfach, das versteht jedes Kind. Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, Himmel, Erde, das ganze Universum, alles, was im Meer ist, uns erschaffen hat, der liebt uns so sehr, diese Liebe können wir nicht beschreiben, diese aufopfernde Liebe können wir nicht beschreiben, dass er sein einziges, das einzigste gegeben hat für uns. Er selbst wurde Mensch. Er, der den Himmel nicht festgehalten hat, kam in Knechtsgestalt auf diese Erde, um etwas zu tun. Und zwar für uns zu sterben. Gott liebt dich. Das muss erstmal in unser Kopf rein. Gott liebt dich. Und Gott liebt mich. Gott liebt uns. Er hätte uns doch einfach alle vernichten können, einfach in die Hölle schmeißen können, einfach alle, oder? Nein, aber er liebt uns. Also nochmal, die erste Bibelstelle ist, erstmal brauchen wir diesen Gedanken, Gott liebt uns. Und zwar so sehr, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat. Er liebt uns. Das ist der erste Punkt. Vergiss diesen Punkt niemals. Gott liebt dich vom ganzen Herzen. Jesus Christus liebt dich vom ganzen Herzen. So, und wenn wir das erkannt haben, im Glauben, also du brauchst natürlich Glaube, ne? Und Glaube kommt aus der Predigt, Predigen kommt aus Gottes Wort. Der Glaube, Gott existiert. Also vielleicht bist du ja so einer, der jetzt an der Charles Darwin oder wie er hieß da, diese Evolutionstheorie glaubt. Nein, das ist Quatsch, das ist Schwachsinn. Ich habe mich damit auch beschäftigt. Es ist nicht alles von alleine entstanden, sondern es gibt einen Schöpfer, es gibt Gott, er ist real und er liebt dich. Das ist der erste Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt. Wir müssen erstmal etwas erkennen und dann auch bekennen. Was müssen wir erkennen? Unsere Sündhaftigkeit. Ich könnte jetzt im Römerbrief, da sind einige Verse, da steht zum Beispiel, wir sind alle Sünder, alle wie wir sind, allesamt sind wir Sünder. Aber ich möchte jetzt hier 1. Johannesbrief, Kapitel 1, von 7 bis 9 lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, von 7 bis 9. Also der erste Gedanke ist, Gott liebt dich vom ganzen Herzen. Und zwar so, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus ans Kreuz nageln lassen hat und sein Blut floss für uns. Sein Blut ist Sühne, das ist Geld, das ist ein Zahlungsmittel. Er hat uns freigekauft. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Erstmal erkennen, wir sind sündig. Alle Menschen sind Sünder. Ich hatte gestern oder vorgestern, da war jemand, der hat ehrlich geglaubt, oder glaubt er vielleicht immer noch, dass ein Mensch irgendwann sündlos werden kann. Wie soll das funktionieren? Solange wir im Fleisch leben und das Fleisch will sündigen, können wir doch gar nicht sündlos werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns vom ganzen Herzen anstrengen sollen und dafür beten sollen, dass wir nicht sündigen. Ja? Das ist keine Ausrede dafür, dass wir sündigen sollten, sondern kämpfen. Kämpfen gegen die Sünde an. Also, 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Also ich lese extra von 7 an schon, 7b. Das Blut Jesu, seines Sohnes, was wir gerade gelesen haben, ne? Er hat sich selbst geopfert für uns. Seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Weißt du, dass du frei werden kannst von jeder Sünde? Du bist nämlich ein sündiger Mensch. Und in Römer 6, Vers 23, habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, glaube ich, ist richtig. Der Sünde Sold ist der Tod. Also, das, was du bekommst für deine Sünde, ist die Trennung von Gott. Das ist nicht der fleischliche Tod, das ist der geistliche Tod, die Hölle. Ja? Die ewige Trennung von Gott. Das bekommst du für deine Sünde. Und jetzt kommt, aber das Blut von Jesus kann uns befreien von aller Sünde. Und zwar, Vers 8, 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, jetzt kommt das, erstmal erkennen, Gott liebt mich, ich bin ein sündiger Mensch und jetzt bekennen, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch und ich brauche deine Vergebung. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, also wir sind dann Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und jetzt kommt Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns drei, vier Sünden. Nein, das steht hier nicht. Er reinigt uns, er vergibt uns und zwar alle Ungerechtigkeit. Alles. Egal, was du gesagt, gemacht oder getan hast, da kannst du Vergebung bekommen. Jetzt kommt der dritte Punkt.
Wenn du jetzt erkannt hast, dass Gott dich liebt und du es glaubst, und wenn du erkannt hast, du bist ein sündiger Mensch und du jetzt bekennen willst, Herr, ich brauche dich dafür, dann kannst du Folgendes tun, Johannes 1, Vers 12. Schlag mal auf, Johannes 1, Vers 12. Johannes Evangelium, wir waren gerade im Johannesbrief, jetzt Johannes Evangelium, 1, Vers 12. Und jetzt kommt der Punkt, wo unser Freund hier gerade gesagt hat, wir sind alles Kinder Gottes. Nein, weil hier steht es nämlich. Also hier geht es erstmal darum, in Kapitel 1, die ersten Verse, dass Gott Mensch geworden ist. Jesus Christus, die Weihnachtsgeschichte ist hier in einem Vers zusammengefasst, in Johannes 1. Und er wurde Mensch. Und jetzt kommt, er ist das wahre Licht, das hören wir später. Und jetzt Vers 12. Wie viele ihn, das Wort, Jesus Christus, das Licht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was ist Voraussetzung für Jesus, um Jesus aufnehmen zu können? Glaube. Glaube, ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich glaube, dass ich ihm Sündenvergebung bekommen kann. Und ich möchte Jesus jetzt aufnehmen. Und das kannst du ganz einfach machen in deinem Gebet. Das kannst du alleine machen. Das kannst du mit jemand anders machen. Es ist natürlich immer schön, wenn da ein Zeuge dabei ist und wenn da jemand da ist, der dir noch ein paar Bibelverse erklären kann und vielleicht, wenn du noch manche Fragen hast, dass du dann darauf eingehen kannst. Ich weiß, das hat ein bisschen länger gedauert, aber wessen Herz voll ist. Ich gehe jetzt auf diese Kommentare hier nicht ein, ne? Kannst du das vielleicht ausmachen? Mhm. Und danach könnt ihr so viel fragen, wie ihr wollt. Wie viele ihn aber aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ja, es gibt ja dieses eine Wort, Bekehrung. Ne, und das steht ja auch in der Bibel. Was ist Bekehrung? Wie macht man das? Also, Jesus aufnehmen im Gebet. Jesus Christus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Ich möchte jetzt mein ganzes Leben, meine ganze Schuld, meine ganze Sünde, alles, was ich war, alles will ich dir jetzt hinlegen. Wasch du mich bitte rein. Das lesen wir auch in Johannes 3. Das sagt nämlich Jesus zu Nikodemus. Du musst aus Wasser geboren werden und aus Geist. Reinwaschen, das ist die Waschung, die innerliche Waschung, Sündenvergebung. Und jetzt kommt's. Und dann kann der Heilige Geist in dir einziehen. Erst dann, wenn du reingewaschen bist. Weil nämlich der Heilige Geist, Gott selbst, mischt sich nicht mit deiner Sünde in dir. Du brauchst erstmal die Vergebung. Und jetzt kommt ein Bibelvers in Apostelgeschichte 26, was diese ganzen Sachen in einem Vers zusammenfasst. Und jetzt kommt's. Und dann gehen wir gleich auf dieses Leuchten. Ne? Wie kann ein Kind Gottes leuchten, wenn du ein Kind Gottes geworden bist? Erstmal haben wir jetzt uns angeschaut, wie kannst du ein Kind Gottes werden? Und das alles im Gebet. Und jetzt pass auf, Apostelgeschichte 26. Dort spricht Paulus mit Königen, also mit Herrschern. Und er erklärt ihnen auch, wie sie sich bekehren und auch andere Menschen. Und damit die Menschen endlich zur Erkenntnis kommen. Und er sagt zu ihnen in Vers 18, Apostelgeschichte 26, 18, um ihnen die Augen aufzutun, damit sie sich, und jetzt kommt das Wort, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Was bedeutet das? Ich lese es mal zu Ende, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Also nochmal, um ihnen die Augen aufzutun, wenn du noch kein Kind Gottes bist, weißt du, was du dann bist? Blind. Ganz einfach. Also wenn deine Augen noch nicht aufgetan sind, bist du blind. Du gehst blind durch diese Welt. Du denkst, du kannst sehen. Du kannst nicht sehen, du bist blind. So, und jetzt, wenn du deine Augen aufgetan hast, kannst du Folgendes tun. Dich bekehren. Das heißt, du kannst umkehren. Und zwar, was ist 180 Grad, ne? Ist einmal rum, genau. Du kannst dich umdrehen und jetzt einen anderen Weg einschlagen. Und zwar mit Jesus. Jesus, komm in mein Herz. Ich gebe dir alle meine Schuld und Sünde. Und jetzt möchte ich mit dir leben. Damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Das bedeutet, du lebst immer noch in der Finsternis, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Du denkst, du kannst sehen. Du denkst, du kannst durch die Helligkeit gehen. Hier durch die Helligkeit, durch die Sonne. Du denkst, du siehst etwas. Nein, du bist blind. Und du lebst immer noch in der Finsternis. Und weißt du was? Erst wenn dieser Herrschaftswechsel geschieht, das bedeutet, du bist jetzt noch in der Hand Satans durch deine Sünde. Er macht uns nämlich fertig. Er macht uns fertig. Du bist in der Finsternis. Und wenn du jetzt sagst, Jesus, hol mich dort heraus. Jesus, vergib mir all meine Schuld. Jesus, ich möchte jetzt mit dir leben. Schenk mir ein neues Leben. Weißt du, was dann passiert? Dann bist du von der Finsternis, machst du einen Herrschaftswechsel zum Licht.
Und dann lebst du im Licht und nicht mehr in der Finsternis. Und dann pass auf, was passiert. Also, von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Und jetzt pass auf, was passiert. So werden sie, so wärst du, Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil. Was ist denn ein Erbteil? Du bekommst ein Erbe. Du bekommst etwas geerbt. Weißt du, was du geerbt bekommst? Ein Stück Himmel. Das schenkt dir Gott. Also wenn du dich bekehrst von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott, dann wärst du ein Erbe, ein Miterbe des Himmels. Ist das nicht brutal? Pass auf. Samt denen, die geheiligt sind, also die schon ein Kind Gottes sind, durch den Glauben, nur durch den Glauben, aus Gnade, mehr nicht, an mich. Also nochmal ganz kurz einmal zusammengefasst. Ich weiß, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Also, als allererstes, glaube, dass Gott dich liebt, dass er real ist und dass er dich nicht in die Hölle werfen will. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und dann erkenne, du bist ein sündiger Mensch. Du musst das erkennen, weil du hast schon gesündigt, genauso wie ich auch. Und wenn du erkennst, du bist ein sündiger Mensch, dann bekennst du es Gott und sagst, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und jetzt wasch mich bitte rein. Und da kannst du dann Jesus aufnehmen in deinem Herzen. Du wirst reingewaschen und der Heilige Geist zieht in dir ein. Gott zieht selbst in dir ein und nimmt Wohnung in dir. Das ist gar nicht zu begreifen, ne? Also wie geht das eigentlich, dass Gott in mir wohnt? Dass er sich überhaupt mit mir abgibt? Naja, und dann, alles zusammengefasst, ist der Herrschaftswechsel in Apostelgeschichte 26 von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Und dann wärst du ein Miterbe. Aber dazu musst du erstmal erkennen und bekennen. Und dann darfst du ihn aufnehmen. Und das kannst du im Gebet machen. So, und das kannst du gerne, ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der sich mit der Bibel auskennt, der ein Kind Gottes ist und der dich dort ja, begleiten kann, der dir helfen kann. Wenn nicht, kannst du es auch alleine auf deine Knie machen. Ich denke, haben wir jetzt verstanden. Und wenn du es nicht schaffst, wenn du es wirklich nicht alleine hinbekommst, dann kannst du uns auch anrufen. Hast du deine Nummer da drin? Nee, aber... Kann Mike ja gerne die Nummer geben oder meine. Ist kein Problem. Kannst du, wir nehmen uns dafür. Weißt du, was das Wichtigste für uns ist? Das Wichtigste von allen auf dieser ganzen Welt? Dass Menschen gerettet werden. Dafür nehme ich mir jetzt hier Zeit. Und dass die Gemeinde gebaut wird, damit immer mehr Menschen, damit der Himmel voll wird. Das ist unsere Motivation. Wir wollen uns doch hier nicht selbst präsentieren oder irgendwelche belehren oder anderen Menschen fertig machen. Nein, im Gegenteil. Wir wollen, dass der Himmel voll wird. Und da nehmen wir uns gerne Zeit für dich. Gerne. Also ich gerne. Egal, wo du herkommst, egal, was für eine Religion du angehörst. Wenn du erkennst, du bist ein sündiger Mensch und du brauchst Jesus, nehmen wir uns gerne Zeit dafür. So, bis dahin. Jetzt können wir ja ganz kurz mal, vielleicht hat da jemand eine Frage oder irgendwas. Und dann können wir jetzt auf das Thema, ich weiß, das hat jetzt schon 20, 25 Minuten gedauert, aber ich hatte das irgendwie auf dem Herzen, einmal zu erklären, wie man ein Kind Gottes wird. Und dann können wir gerne dieses Thema als Kind Gottes leuchten. Aber wie? Wie funktioniert das? Warte mal. Ja. Kannst du ganz kurz einmal, wir wollen gleich, warte. Ja, alles gut. Vielleicht hat er ja der eine oder andere eine Frage. Und dann gehen wir auf das Thema gleich ein. Ja. Hallo, Bruder Alexander. Also wir gehen wirklich nur auf die Fragen ein, die wirklich ernsthaft gemeint sind. Es werden viele falsche Propheten kommen und euch ein anderes Frage. Genau. Shalom, Geschwister. Shalom. Hallo, Mopral. Guten Abend. Pinguin. Pinguin, ja, vorgenommen, dann bist du hier. Wer wir? Na. wer ist hier ein reißender Wolf im Schafspelz? Wusstest ihr, dass es Schafsschweine gibt? Da möchte ich auch nochmal was rausarbeiten. Es gibt echte Schweine, die aussehen wie Schafe.
Und weißt du, so einige laufen rum und denken oder sehen aus wie, oder vielleicht sind Schafen ähnlich, aber sind Schweine in Wirklichkeit. Jesus ist unser Erlöser, auf jeden Fall. Amen. Es wäre ein Lehrer. Ganz, warte mal ganz kurz, Miri, meinst du uns oder meinst du die Muslime hier drinnen? Nee, die meint uns bestimmt. Jetzt kann ich oder? Stimmt. Ja, gibt es wirklich, Thomas? Schweine mit Schafspelz, ja. Ich werde da jetzt demnächst sowieso ein Thema ausarbeiten mit einer PowerPoint-Präsentation. Ja. Nein, Muslime. Nee, sie Nee. meint nicht. Okay, Nein, sorry. dann sind wir beruhigt. Alles klar. So, ich denke, wir kommen zu das eigentliche Thema. Als Kind Gottes leuchten, aber wie? Bin ich schon gespannt drauf, denn unsere Gabe ist es ja, unsere Aufgabe ist es ja zu leuchten. Aber wie? Genau. So, wenn jetzt keiner mehr eine Frage hat, wir machen nach diesem Thema. Ich werde nicht so lange. Ich denke mal eine halbe Stunde, 25 Minuten, eine halbe Stunde, wenn ihr Genau. wollt und Lust habt. Es ist echt ein interessantes Thema, weil es hat mir sehr, sehr geholfen. Und vielleicht hilft es dir ja auch. Als Kind Gottes leuchten, nochmal. Aber wie funktioniert das? Wie kann man als Kind Gottes leuchten? Wir haben nur zwei Bibelstellen. Also normalerweise bin ich ja der Typ, der den ganzen Text durchnimmt. Aber wir haben heute nur zwei Bibelstellen. Und zwar ist die erste Bibelstelle in Johannes Evangelium Kapitel 8. Ich möchte jetzt gar nicht, normalerweise wollten wir ja die Ich-Bin-Worte durchnehmen, aber das lassen wir jetzt. Also Johannes Evangelium Kapitel 8 lesen wir jetzt zusammen. Ich bin jetzt hier in der Apostelgeschichte. Johannes 8, Vers 12. Dort sagt Jesus selber sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Er stellt sich vor. Weißt du, wenn Jesus sich vorstellt, ne? Es gibt ja so viele Ich-Bin-Wörter in der Bibel. Ich glaube, über 300 Stück gibt es. Im Johannesevangelium gibt es ja diese sieben, ja, Haupt-Ich-Bin-Worte. Und dieses Ich-Bin-Wort, da stellt sich Jesus auch vor. Also Gott stellt sich ja sowieso schon auch Mose vor mit Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Und das bedeutet ja, ich war schon immer, ich bin jetzt, werde immer sein, der Lebendige. Aber jetzt stellt sich Jesus auch persönlich vor. Und wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, dann heißt das ja nicht, er ist einfach nur ein Licht, sondern da ist ja viel, viel mehr. Das ist so eine Aussage, das werden wir uns gleich anschauen. Die erste Bibelstelle, Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die zweite Bibelstelle lesen wir in Matthäus 5. Matthäus Evangelium, Kapitel 5. Und zwar in Vers 14. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und jetzt hören wir, was Jesus auch sagt in der berühmten Bergpredigt. Sagt er nämlich: Ihr seid das Licht der Welt. Wie geht denn das? Herr Jesus ist doch das Licht der Welt. Wie können denn wir das Licht der Welt sein? Wie funktioniert denn das? Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt Jesus aber auch: Ihr. Also, das bedeutet nicht jeder Mensch, sondern alle Kinder Gottes, alle, die Jesus nachfolgen, sind das Licht dieser Welt. Leider sieht man es nicht immer. Leider sind so viele Menschen, die sagen: Ich bin ein Kind Gottes, aber die leuchten nicht. Man sieht ihnen nicht an, dass sie Kinder Gottes sind. Und das ist traurig. Weil, weißt du, es gibt so viele gottlose Menschen, die sagen: Weißt du was? Der sagt, er ist ein Christ. Er sagt, er ist ein Nachfolger Christi und lebt schlimmer als ich. Den sieht man das nicht an, dass er ein Christ ist. Und weißt du was? Er hat recht. Dieser Mensch hat echt recht. Also als Kind Gottes leuchten, aber wie? Jesus ist das Licht der Welt, aber Jesus sagt auch, wir sind das Licht der Welt. Um das zu begreifen, müssen wir uns Licht anschauen. Was sind die Eigenschaften von Licht? Also damit ich das fassen konnte mit meinem kleinen Spatzenhirn, musste ich mich beschäftigen mit dem Licht. Und zwar mit unserer Sonne, aber auch mit künstlichem Licht. Ich habe mich dann damit beschäftigt und habe mir mal angeschaut, was sind eigentlich die Eigenschaften von Licht? Und das Licht hat hunderte von Eigenschaften. Ich habe jetzt nur mal die 10 wichtigsten Eigenschaften vom Licht hier aufgeschrieben und die schauen wir uns jetzt mal an. Also die Eigenschaften von Licht. Ganz normal. Ja? Also, erster Punkt ist, Licht ist
hell. Ist doch klar, oder? Licht ist hell. Und jetzt stell dir Folgendes vor. Du bist in deinem Zimmer. Und es ist morgens früh, es ist noch dunkel. Das Rollo ist runter. Und jetzt auf einmal machst du das Rollo hoch. Was macht das Licht? Was macht das Licht ganz automatisch? Er zeigt dir den ganzen Dreck. Am liebsten Rollo wieder runter. Weil das muss ich ja sauber machen. Also wenn es dunkel ist, sieht man den Schmutz nicht. Aber wenn es hell ist, dann sieht man dieses ganze Staub. Wenn du noch, auch noch so ein, vielleicht noch so ein schwarzes Sideboard hast, dann ist es noch schlimmer. Dann siehst du den ganzen Staub darauf. Und wenn du einmal darüber wischst. Also Licht zeigt uns den Dreck. Licht ist ja hell und zeigt uns auch den richtigen Weg. Also wenn wir jetzt zum Beispiel durch den Wald gehen und es ist stockdunkel, dann findest du den Weg nicht. Aber wenn du jetzt eine Taschenlampe hast oder wenn es jetzt auf einmal hell wäre, weißt du, was dann passiert? Dann findest du den richtigen Weg. Licht zeigt uns den richtigen Weg. Und noch viel, viel mehr. Aber ich möchte die 10 Eigenschaften jetzt einmal schnell durchgehen. Also als erstes, Licht ist hell. Sind wir uns alle einig, oder? Zweitens, Licht ist Wärme. Heute war wunderschönes Wetter bei uns in Hamburg. Und ich hatte kurz ein paar Minuten heute nur Zeit, um mich einmal hinzusetzen und einmal so die Sonne zu genießen, so die Sonnenstrahlen in meinem Gesicht. Es wärmt. Es ist so ein Wohlfühlgefühl. Ist das überhaupt ein richtiges Wort? Wohlfühlgefühl? Ja, ich habe mich richtig wohlgefühlt. Es ist mir richtig gut gegangen in diesen paar Minuten. Und ich konnte das kurz genießen so. Ne? Also Licht wärmt auch. Drittens, Licht gibt Sicherheit und Schutz. Also wenn du jetzt, stell dir vor, wieder im Wald, stockdunkel oder im Keller irgendwo, und da bekommt man schon mal schnell Angst, oder? Also ich hatte früher viel Angst. Also ich hatte richtig Angst, wenn es dunkel war. Als Kind sowieso. Ich hatte richtige Panik. Ich bin nachts nicht rausgegangen. Und dann später im Jugendalter auch noch. Aber jetzt kann ich im Wald übernachten, alleine, und ich habe da keine Angst. Weil, wenn es dunkel ist, bekommen wir schon mal Angst. Aber wenn es hell ist, schenkt es uns doch schon Sicherheit, oder? Und Schutz. Wir fühlen uns geborgen und behütet. Ja, und im Licht haben wir eigentlich selten Angst. Licht ist Sicherheit und Schutz. Vierte Eigenschaft von Licht ist Stärke. Weißt du eigentlich, wie stark Licht ist? Also ich wusste das nicht. Es gibt heute schon Laser, so künstliches Licht, so Laser, die können Metall schneiden. So stark ist Licht. Du hast sicherlich zu Hause sicherlich irgendwo einen Laser. Du weißt, es gibt diese Laserpointer, ne? Die so stark sind und so weit leuchten. Aber auch in jedem DVD-Player, in jeder Mikrowelle, was weiß ich, in jedem Drucker ist auch ein Laser. Und diese Laser sind Licht. Also Licht ist auch stark. Eigenschaften. Wir sind bei den Eigenschaften des Lichtes. Fünftens. Licht ist unheimbar schnell. Also unnormal schnell. Weißt du eigentlich, wie schnell Licht ist? Weiß das jemand von euch? Ich wusste es nicht. Also, wenn du, stell dir vor, du fährst auf der Autobahn, wenn du Führerschein hast, und du fährst richtig schnell, du hast so ein richtig schnelles Auto, und du fährst 200 hast du auf dem Tacho. Und auf einmal, guck mal, hier ist ein Raver, der weiß das. Und auf einmal, weißt du, wenn ich 200 fahre, dann fahre ich 200 Kilometer in der Stunde. Licht legt 300.000 Kilometer in der Sekunde. So schnell ist Licht. 300, also der Mond, stell dir vor, du hast jetzt eine Stromleitung von der Erde zum Mond, ein Kabel. Und jetzt machst du hier den Lichtschalter an. Weißt du, wie lange das dauert, bis beim Mond das Licht an ist? 1,3 Sekunden, weil der Mond nämlich 380.000 Kilometer weg ist. So schnell ist Licht. Das sind jetzt nur die Eigenschaften vom Licht, ja? Wir werden gleich diese Eigenschaften mit Jesus seinen Eigenschaften und dann mit unseren Eigenschaften vergleichen. Dann schauen wir mal, was dabei herauskommt. Licht, sechster Punkt ist, Licht ist ein Vitamin. Also ich habe Vitamin D-Mangel. Ich muss immer jede Woche so eine Tablette schlucken, weil ich nämlich sonst, ich habe ganz viele Probleme mit den Knochen und so. Und Vitamin D ist dazu da, damit der Knochenaufbau besser wird, also überhaupt schon von Kindheit an, damit die Zähne sich stärker werden und sich bilden. Und dazu ist Vitamin D da. Und das bekommen wir von der Sonne. Das nimmt der Körper auf. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber Licht ist auch ein Vitamin.
Siebter Punkt, Licht ist Wachstum. Würde überhaupt ohne Licht irgendwas wachsen? Stell dir mal vor, unser Getreide, unser Obst, unser Gemüse, würde nichts wachsen ohne Licht. Also wir hätten gar nichts zu essen. Ich war in der Schweiz und dort war so eine Tropfsteinhöhle. Und ich bin dort reingegangen und dort war nichts. Nichts. Alles kahle Wände. Alles kahl. Und ganz hinten habe ich gesehen so ein kleines Licht. Künstliches Licht, einfach so eine Lampe. Und dort, wo das Licht hinaufgescheint, so hinabgescheint hat, ne? Weißt du, was sich da gebildet hat? Moos! Auf den Stein! Also ohne Licht wächst nichts. Kann nicht. Geht nicht. Achter Punkt, Licht ist Heilung. Und hier ist ein Punkt, wo ich auch, das wusste ich alles nicht. Außer dieser eine Punkt, das wusste ich schon. Licht ist Heilung. Es gibt heutzutage medizinisch anerkannte Verfahren, die heißen Lichttherapien. Da gibt es verschiedene Farben von Lichtern, weiß, rot, blau. Und diese Lichter helfen uns, unseren Körper. Zum Beispiel ist weißes Licht, wird dazu eingesetzt, damit Depressionen weggehen. Weil, stell dir mal vor, im Winter so, ne? Ohne Licht, kaum Sonne und die Tage sind immer so kurz, da bekommt man schon mal Depressionen. Und dann geht man zum Arzt. Ich weiß nicht, warum sie das so machen, aber es hilft anscheinend. Geht man zum Arzt und dann kriegst du so eine Lichttherapie mit weißes Licht und dann gehen die Depressionen angeblich weg. Ich weiß nicht, ob das geht oder nicht, aber das habe ich gelesen. Ne? Dann rotes Licht. Und das geht wirklich, weil das habe ich selber gemacht. Also es gibt rotes Licht, das hilft bei Muskelverspannung, Muskelkrämpfe oder auch, ich hatte zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall und dann haben sie immer so rotes Licht in meinem Rücken. Und dann, das hat echt geholfen. Das hat echt geholfen. Licht ist Heilung. Dann gibt es auch blaues Licht. Blaues Licht hilft bei so einer Therapie gegen Schlafstörungen. Und weißt du was? Ich habe gesagt, es ist festgestellt worden, dass Licht auch ein Desinfektionsmittel ist. Und das machen wir schon seit 40 Jahren, dass unser Wasser desinfiziert wird mit diesem UV-Licht. Das ja, also ich kenne das ja in meiner Jugend, sind wir in der Disco gegangen. Und dann war da dieses ultraviolette Licht, ne? Wie hat man das nochmal genannt? Schwarzlicht. Und dann hat alles, was weiß war, hat so geleuchtet. Ne? Und genau dieses Licht, da gibt es verschiedene Arten von, das benutzen sie heute noch zum Desinfizieren. Also Licht ist auch Desinfektion. Die machen das zum Beispiel in China. Dort hängen sie UV-Licht in den Bussen, wenn die Busse ihre Fahrt beendet haben, hängen sie diese UV-Lichter in den Bussen hinein und am nächsten Morgen ist alles desinfiziert, ohne es abzuwischen. Es funktioniert. Viren und Bakterien werden abgetötet dadurch. Und der letzte und zehnte Punkt ist, Licht ist Leben. Licht ist echtes Leben. Ohne Licht würde kein Leben existieren. Nirgendwo. Geht nicht. Ohne unsere Sonne würden wir gar nicht existieren. Würde nicht funktionieren. Das waren jetzt die Eigenschaften vom Licht. Ganz normal, unser Licht, unsere Sonne und auch künstliches Licht. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir diese Eigenschaften von Licht und wenden es mal auf Jesus seine Eigenschaften an, weil Jesus ja gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann stellt er sich vor und dann sagt er nicht nur, ich bin das Licht der Welt. Weißt du, was er alles damit sagt, mit dieses eine Wort? Das schauen wir uns jetzt an. Und zwar die Eigenschaften vom Licht verglichen mit Jesus seinen Eigenschaften. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt pass auf, ich habe gesagt am Anfang, Licht ist hell. Das war der erste Punkt. Und ich habe gesagt, Licht zeigt uns den richtigen Weg. Und wenn du Licht in dein Haus lässt, dann siehst du den Schmutz, dann siehst du den Dreck. Ja? Ja, und da gibt es auch, hier lese ich auch gerade, gibt es noch viele, viele andere Eigenschaften vom Licht. Aber wir nehmen jetzt mal die 10. Licht ist hell, habe ich gesagt. Licht zeigt uns den Schmutz. Licht zeigt uns den richtigen Weg. Wenn du Jesus kennenlernst, habe ich ja vorhin am Anfang gelesen, ne? Wenn du die Bibel liest, weißt du, was du als erstes erkennst? Dass du ein dreckiger Sünder bist. Und ich, wir sind alle, ich habe gesagt, wenn das Licht ins Zimmer scheint, dann siehst du den Schmutz. Und wenn Jesus wenn du glaubst an Gott und wenn du Jesus aufnimmst, bevor du ihn aufnimmst, erkennst du bist ein sündiger Mensch, du bist dreckig und du willst dich reinwaschen lassen von ihm. Und das bleibt nicht beim einmal. Du wirst immer wieder dreckig und er macht uns immer wieder sauber. Immer wieder, Herr, vergib mir. Wir werden nie perfekt, aber irgendwann, wenn wir bei ihm sind. Licht ist hell, Licht zeigt uns den Schmutz. Jesus
zeigt uns unsere Sünde und wir in ihm bekommen wir Sündenvergebung. Und ich habe gesagt, die Helligkeit zeigt uns den richtigen Weg. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, weißt du, was er damit auch sagt? Ich zeige dir den richtigen Weg in den Himmel. Ich zeige dir den einzigen richtigen Weg in den Himmel. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er damit auch, ich zeige dir den einzigen richtigen Weg in den Himmel. Jetzt kommt die zweite Eigenschaft vom Licht. Wir haben gesagt, Licht ist Wärme. Wir fühlen uns wohl, wenn wir im Licht sind, in der Sonne sind. Jedes Kind Gottes weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, in den Gottesarmen geborgen zu sein, sich richtig wohl zu fühlen. Uns geht es als Kinder Gottes nicht immer gut, das will ich damit nicht sagen. Aber du weißt, dieses Wohlfühlgefühl bekommst du nur in den Armen Gottes. Weißt du, so behütet und beschützt zu sein. Wir haben gesagt, Licht ist Wärme und dieses Behütetsein, diese Wärme, bekommst du in Jesus Christus. Er sagt damit auch, komm zu mir, ich gebe dir das, diese Wärme, die du brauchst. Dann haben wir gesagt, Sicherheit und Schutz ist Licht. Ja, wie sicher sind wir nicht in den Armen Gottes? In den Händen. Gerade vorhin hat einer gesagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und das stimmt. Niemand, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, niemand kann dich aus den Händen Gottes reißen. Niemand. Geht nicht. Weil er nämlich sicher uns beschützt und behütet und keiner kann diese Arme aufreißen und uns dort hinaus rausreißen. Sicherheit und Schutz war ich gerade, ne? Stärke. Wir haben gesagt, Licht ist stark, wie Laser und so weiter. Ich weiß nicht, gibt es hier so Menschen, die Marvel geguckt haben oder gerne Marvel gucken? Superman und Spider-Man und keine Ahnung. Geht es sowas? Ja. Also das sind ja angebliche Superhelden, ne? Und die sind ja auch so stark, ne? Weißt du, wer wirklich richtig stark ist, weil er nämlich allmächtig ist, das ist der einzig wahre Superheld, das ist Jesus Christus. Er ist stärker als alles Licht. Und wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er damit auch, ich bin der Stärkste. Es gibt keinen Stärkeren als Jesus. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Da haben wir gesagt, der fünfte Punkt, Licht ist schnell. Ja. Jesus ist allgegenwärtig. Wie schnell ist er denn dann nicht? Ne, das ist nichts, 300.000 Kilometer in der Stunde, das ist ein Witz für Jesus. Da haben wir gesagt, sechster Punkt, Licht ist ein Vitamin D. Und wir brauchen Vitamin D, damit sich alles bildet. Die besten Vitamine, die du brauchst, kriegst du in Jesus Christus. Da. Weil er hat uns nämlich gemacht. Er hat die Knochen gebildet, er hat unsere Zähne gebildet, er hat den ganzen Körper gebildet. Alles, unsere Augen, unsere Haut, alles, alles. Siebter Punkt, da haben wir gesagt, Licht ist Wachstum. Und wer sorgt dafür, dass ein Mensch wächst? Und jetzt rede ich vom Körper und im geistlichen Sinne. Wer sorgt denn dafür? Das kann nur der Herr. Ohne Licht wächst nichts. Ohne Jesus wirst du auch nicht wachsen. Weder körperlich noch im geistlichen Sinne, weil er das nämlich alles in der Hand hat. Da haben wir gesagt, Licht ist Heilung. Durch dieses Licht, dieses rote, dieses weiße und dieses blaue Licht, kann manche Sachen geheilt werden. Weißt du, was Jesus ist? Er ist der Heiland. Er ist der Heiland. Weißt du, was das bedeutet? Er macht die Beziehung, die wir kaputt gemacht haben, mit unserer Sünde, macht er wieder heil. Er macht kaputte Seelen heil. Egal, was du auf dem Herzen hast, wenn du zu ihm kommst, dann kannst du dich von ihm heilen lassen. Ich rede jetzt nicht von körperlicher Heilung, davon rede ich jetzt nicht, sondern ich rede von den seelischen Schmerzen. Also wenn du nicht vergeben kannst, wenn dir einer wehgetan hat, seelische Schmerzen. Ja? Wenn du geschlagen worden bist als Kind, wie ich. Wenn du, ich weiß nicht, von deinem Mann geschlagen worden bist. Das sind seelische Schmerzen. Und das, du willst nicht vergeben. Oder auch, du bist getrennt von Gott, wie wir am Anfang gesagt haben. Und deine Seele ist kaputt, weil du nicht in der Nähe Gottes bist. Er macht das alles heil. Du kannst zu ihm kommen und er wird dich heilen, auf jeden Fall. Aber dann musst du auch sagen, Herr, ich habe dieses Problem und ich möchte, dass du das heil machst. Und das ist auch manchmal ein Prozess. Ne? Manchmal dauert das. Dann haben wir gesagt, an neunter Stelle, Licht ist Desinfektion. Kann mir einer sagen, welches das beste Desinfektionsmittel ist, was es überhaupt gibt? Kann mir das mal einer hier sagen? Ich achte jetzt mal hier auf diese Kommentare. Welches ist das beste Desinfektionsmittel, das es überhaupt gibt? Also Desinfektionsmittel haben wir ja in letzter Zeit benutzt, so für die Hände. Und dann sterben Viren und Bakterien in unsere Hände ab.
Und dann können wir ja wieder was anfassen, wenn wir das dann weitergehen. Ne? Salz. Halt, wer hat hier gesagt? Mjassa. Ja, das ist ja klar. Mjassa hat geschrieben, ich weiß nicht, wer Mjassa ist. Nein. Ja. Ja, und hier, Herr Krasse nochmal. Dominik. Dominik, genau das ist es. Jesus, sein Blut ist das beste Desinfektionsmittel, das es überhaupt gibt. Weißt du warum? Weil er nämlich mit seinem Blut alle Sünden abtötet. Weißt du, so wie die Bakterien und die Viren abgetötet werden durch Desinfektionsmittel, so wird deine Sünde und meine Sünde abgetötet. Es ist weg. Das ist nämlich das Virus, das uns auffrisst, die Sünde. Und durch sein Blut, ja, das ist das wahre Desinfektionsmittel. Und an 10. Stelle, Licht ist Leben, weißt du, ohne Jesus Christus, denn in ihn und du. Durch ihn ist alles geschaffen, jedes einzelne Lebewesen. Ohne ihn würde nichts leben, gar nichts. Also wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er auch, durch mich wirst du den richtigen Weg finden. Durch mich wirst du deine eigene Sünde erkennen. Und durch mich würde ich dir deine Sünde vergeben. Ich desinfiziere sie. In meinen Armen bist du geborgen, bist du sicher, bist du geschützt, weil ich bin der Stärkste. Ich gebe dir alles, was du brauchst für dein Leben und so weiter und so fort. Weil Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Glauben wir das? Dass Jesus das Licht der Welt ist? Glauben wir das? Ich glaube das von ganzem Herzen. Und er zeigt uns, er hat mir den richtigen Weg in den Himmel gezeigt. Nicht, weil ich so gut bin. Nicht, weil ich irgendwas, weiß ich nicht, weil ich irgendwas Gutes tue oder so. Darum geht es nicht. Sondern es geht einfach um Gnade. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir diese Eigenschaften und vergleichen das mal mit uns als Kinder Gottes, weil Jesus ja gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Jetzt schauen wir mal. Also wir haben gesagt, Licht ist hell. Und durch Jesus finden die Menschen den Weg in den Himmel, den wahren, einzigen Weg. Und jetzt meine und deine Eigenschaft. Zeigen wir den Menschen den wahren Weg in den Himmel? Zeigen wir den Menschen noch den wahren Weg? Oder zeigst du, was du hast? Was du besitzt, so wie Hiskia es später getan hat. Uns, präsentieren wir uns. Oder geht es dann um Jesus? Ich rede von uns allen, ich rede auch von mir als Kind Gottes. Zeigen wir den Menschen den richtigen Weg. Zeigen wir den Menschen auch mal, dass er ein sündiger Mensch ist und dass er Vergebung braucht, so wie der Dreck, wo ich gesagt habe. Ja? Licht ist hell, Licht ist Wärme. Als zweites, fühlen sich die Menschen überhaupt noch bei uns wohl? Oder sind wir nur noch so Menschen wie. Wir alle anderen sind Dreck und wir sind die einzig Wahren, so wie damals die Pharisäer und Sadduzäer oder was weiß ich, die ganzen Parteien damals. Sind wir so? Wo sind die Eigenschaften? Wo sind die Eigenschaften des Lichtes bei uns? Wo sind die Eigenschaften von Jesus bei uns als Kind Gottes leuchten? Wir sollten doch leuchten als Kind Gottes, oder? Aber wo sind die Eigenschaften? Wenn Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt, ja, wo sind denn diese Eigenschaften? Hier, das dritte, Sicherheit und Schutz. Fühlen sich die Menschen bei uns beschützt? Geborgen, schützen wir sie vor Sünde oder treiben wir sie vielleicht sogar in die Sünde hinein? Lasst uns doch mal überlegen. Schützen wir die Menschen vor der Sünde und sagen, tu es nicht. Nimm nicht von den Gottlosen diese Ratschläge an, wie in Psalm 1. Tu es nicht. Das ist Schutz. Wir haben gesagt, Licht ist, wir fühlen uns sicher im Licht. Das ist Schutz. Wir haben gesagt, der vierte Punkt, Licht ist Stärke. Und der Stärkste ist Jesus Christus. Da sind wir uns alle einig. Wo ist die Stärke bei dir? Wofür setzt du deine Stärke ein? Setzt du deine Stärke dafür ein, um viel Geld zu verdienen? Setzt du deine Stärke dafür ein, ich weiß es nicht, um dich selbst zu präsentieren, um ein großer Macker zu sein oder irgendwas? Setzt du dafür deine Stärke ein? Oder wollen wir unsere Stärke, unsere Gaben, alles, was wir besitzen, für das Reich Gottes einsetzen? Wo liegt unsere Stärke? Wo? Als Kinder Gottes? Repräsentieren wir nur uns? Wofür sind wir stark? Wofür machen wir uns stark? Licht ist stark, haben wir gesagt. Wo ist diese Eigenschaft bei uns, diese Stärke? Licht ist schnell. Und jetzt pass auf. Wie schnell bin ich nicht und bist du nicht, wenn es darum geht, um Geld zu verdienen? Da sind wir schnell, ne? Maike, kannst du kurz mitkommen? Wir können hier 500 Kilometer, können wir jeder 500 Euro verdienen. Oder auf der Arbeit. Ich habe Arbeit für uns. Komm, wir arbeiten zusammen, dann verdienen wir schnell jeder 500 Euro. Wie schnell sind wir nicht dabei? Aber wenn es um das Reich Gottes geht, komm mal mit. Ich habe hier einen Dienst,
Das ist in Nürnberg. Von mir 650 Kilometer weg. Ein Dienst. Vom Freitag bis Sonntag. Kommst du mit? Wie schnell sagst du dann? Nee, mir geht's nicht so gut. Ich habe da noch was zu tun. Beim Geldverdienen oder bei anderen Sachen. Ob's, weiß ich nicht. Diskotheken gehen oder feiern gehen oder keine Ahnung. Wie schnell bin ich dabei? Oder bei mir zum Beispiel beim Angeln gehen. Meine Leidenschaft ist Angeln. Letzte Zeit durfte ich oder habe ich es nicht mehr so viel gemacht, aber früher ja. Da war ich immer dabei. Da war ich der Schnellste. Aber wenn es um das Reich Gottes geht, sind wir dann auch noch schnell dabei. Denk mal drüber nach. Wo ist diese Eigenschaft bei uns? Da haben wir gesagt, Vitamin, Licht ist ein Vitamin. Ja, Licht schenkt uns ein Vitamin D. Gott ist der, der uns alles gibt, was wir brauchen zum Leben. Und teilen wir, geben wir auch mal was ab, den Menschen, die was brauchen. Wo sind diese Eigenschaften? Jesus gibt uns nämlich alles. Und wir sind nur egoistisch. Wir denken nur an uns. Die siebte Eigenschaft vom Licht, haben wir gesagt, ist Wachstum. Und ohne Licht kein Wachstum. So, hilfst du, helfe ich noch mit, damit Menschen geistlich wachsen? Sind wir dabei? Damit Menschen wirklich wachsen in der Bibel, im geistlichen Leben. Helfen wir dabei? Das ist eine schöne Eigenschaft, wenn du ein Mensch bist, der anderen Menschen dabei hilft, damit sie wachsen geistlich. Das brauchen wir. Wir brauchen so eine Geschwister, weil wenn ich das nicht hätte, wenn ich nicht Geschwister hätte, die mir beim Wachsen helfen, geistlich, ja, dann wäre ich immer noch ein geistliches Baby. Und solche Geschwister brauchen wir. Da haben wir gesagt, Licht ist Heilung. Ja, helfen wir mit, damit kaputte Seelen auch heil werden? Oder drücken wir noch oben drauf? Machen wir sie noch mehr kaputt? Weißt du, es gibt so viele Menschen, die, fast jeder Mensch hat ja Depressionen. Fast alle Menschen. Ich hatte auch schon Depressionen. So viele Menschen haben Depressionen, weil die Seelen kaputt sind. Weil vielleicht die Ehen nicht in Ordnung sind, weil sie Probleme mit den Kindern haben, Probleme in der Schule, bei der Arbeit. Weißt du, das ist auch mal nicht immer nur alles geistlich sehen, sondern auch mal menschlich. Auch zusätzlich. So bist du dann dabei und hilfst diesen Menschen. Wirklich echte Hilfe, damit sie auch geheilt werden. Ja? Auch mal, guck mal, es gibt Wörter, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich hasse dich. Ich brauche dich nicht. Ich will dich nicht. Was löst das in dir aus? Es tut doch weh, oder? Tut das nicht weh? Aber wenn ich sage, weißt du was, schön, dass es dich gibt und ich bin froh, dass ich dich heute sehe, aber nicht geheuchelt, davon rede ich nicht, sondern wirklich ehrlich und echt. Ich bin froh, dass du mein Bruder bist. Ich bin froh, dass du meine Schwester bist und weißt du was, gemeinsam schaffen wir das. Also diese Worte sind Balsam für die Seele. Diese Worte können mithelfen zu heilen auch eine Seele. Das sollten wir lernen. Dann haben wir gesagt, Licht ist Desinfektion, und Jesus, sein Blut ist das einzig wahre Desinfektionsmittel. Und helfen wir überhaupt noch mit, damit Menschen frei werden von ihrer Sünde, dass wir auch dort mithelfen und auch den Menschen mal sagen, weißt du was? Ja, das stimmt, ich habe einen Balken vor meinen Augen. Da hast du, das stimmt, hundertprozentig. Aber ich möchte doch mithelfen, dass du vielleicht frei wirst. Also das, was du machst, ist nicht im Sinne der Bibel. Das macht man als Christ nicht. Ja, aber immer sich selbst natürlich mit einbeziehen. Wir sind nämlich nicht besser. Ich bin nicht besser wie du und du bist nicht besser wie ich. Gemeinsam. Und zum Schluss habe ich gesagt, Licht ist Leben. Helfen wir noch mit, damit überhaupt Leben entsteht, damit Menschen sich bekehren, wie wir am Anfang gesehen haben. Sind wir dabei? Damit Menschen echtes Leben bekommen? Das waren jetzt 10 Eigenschaften. Nur 10 Eigenschaften. Wo Jesus, also das waren einfache Eigenschaften vom Licht und vom künstlichen Licht. Und Jesus seinen Eigenschaften haben wir damit verglichen. Und er erfüllt alle diese Eigenschaften. Alle und noch viel mehr, tausende noch, viel mehr. Und weißt du was? Es wäre schön, wenn man diese Eigenschaften auch bei uns finden würde. Aber ich glaube, bei dem einen oder anderen Punkt, da finden wir uns nicht wieder. Und das sollten wir ändern. Als Kind Gottes leuchten. Aber wie? Wie können wir diese Eigenschaften vom Licht mehr annehmen, die Eigenschaften von Jesus mehr annehmen, damit die Menschen sehen, dass wir echte Gotteskinder sind, nicht geschauspielert, nicht von Jesus mehr annehmen, damit die Menschen sehen, dass wir echte Gotteskinder sind, nicht geschauspielert, nicht geheuchelt, sondern ehrlich und echt. Wie kann das funktionieren? Und jetzt als Kind Gottes leuchten, diese Eigenschaften von Licht annehmen. Aber wie? Wie? Ich möchte euch das in einem Bild zeigen. Also, wir haben gesagt, ich habe jetzt hier Folgendes, ich habe hier eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Könnt ihr die sehen? Ich mache die mal an.
Seht ihr das? Also, diese Taschenlampe. Ach ja. Gute Verbindung. Okay, hört ihr mich jetzt wieder? Bin ich wieder da? Also, ich habe hier eine Taschenlampe. Ja? Und diese Taschenlampe repräsentiert jetzt Jesus, weil Jesus nämlich sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht dieser Welt. Diese Taschenlampe, das ist nur ein Bild, ja? Repräsentiert jetzt Jesus. Okay? Und jetzt haben wir noch was. Hier, diesen Brillanten. Ich mache mal das Licht wieder aus. Ich möchte einmal, ja, wir warten noch, bis ein paar dabei sind. Genau. Damit sie ja den Abschluss auch mitbekommen. Ich kann das ja gerne noch mal kurz wiederholen. Wir hatten das Thema als Kind Gottes leuchten, aber wie? Und dann hatten wir uns 10 Eigenschaften angeschaut vom Licht, vom künstlichen Licht, aber auch von unserer Sonne. Und ja, nur 10 Eigenschaften. War das mal gewesen? Ich bin nicht zu Hause. Naja, wir hatten uns 10 Eigenschaften vom Licht angeschaut und diese Eigenschaften verglichen mit Jesus seinen Eigenschaften. Er sagt nämlich, ich bin das Licht der Welt. Und wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, sagt er nicht nur, ich bin Licht, sondern er sagt, ich zeige dir den richtigen Weg in den Himmel. Ich zeige dir auch, dass du ein sündiger Mensch bist. In mir bist du geborgen und ja, in mir bist du beschützt und behütet und ich reinige deine Sünde. Mein Blut ist das beste Desinfektionsmittel, sagt Jesus mit dieser Aussage. Ja, und dann hatten wir uns die anderen Eigenschaften noch angeschaut. Und diese Eigenschaften hatten wir uns ja, haben wir ja verglichen mit unseren Eigenschaften. Und diese 10 Eigenschaften finden wir nicht immer bei uns wieder, leider. Ja, ist natürlich schade, dass die Verbindung so schlecht war, gerade am Schluss, wo wir jetzt die Auflösung hatten, als Kind Gottes leuchten. Aber wie? Wie können wir als Kinder Gottes leuchten? Und wir haben uns ja die Eigenschaften angeschaut. Ich wiederhole das extra immer wieder. Und wir haben die Eigenschaften mit des Lichtes, mit Jesus seinen Eigenschaften verglichen und auch mit unseren Eigenschaften. Und jetzt schauen wir uns Folgendes an. Wie können wir als Kinder Gottes leuchten? Wie funktioniert das praktisch? Wie geht das? Ganz einfach. Also, ich habe jetzt hier eine Taschenlampe und diese Taschenlampe, die leuchtet. Und diese Taschenlampe, die repräsentiert jetzt Jesus, weil Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und dann habe ich hier noch einen Stein, einen Brillanten. Und dieser Brillant repräsentiert jetzt dich und mich. Also, wenn dieser echt wäre, dann wäre er Millionen wert. Und wir machen uns gegenseitig verrückt wegen diesem kleinen Stück Stein hier, was eigentlich zu nicht viel zu gebrauchen ist. Wirklich zu nicht viel. Die Menschen finden das einfach nur schön, weil die machen sich daraus Ringe oder so. Weißt du, so Eheringe oder keine Ahnung. Weißt du, warum das nur so ist, warum der so wertvoll ist? Weil er so selten ist. Aber es ist zu fast nichts zu gebrauchen. Zu fast nichts. Jedes Stück Leder, ich habe euch das eben gerade gesagt, ich zeige euch das nochmal. Aus jedem Stück Leder kann man sowas hier machen. Und das ist doch viel wertvoller und viel hübscher als so ein Stein, oder? Aus jedem Stück Holz kann man etwas Praktisches machen. Aber hiermit nicht viel. Das sind wir. Wir sind zu nicht viel zu gebrauchen, aber in Gottes Augen sind wir unendlich wertvoll. Weißt du, wie wertvoll du bist in Jesus seinen Augen? So wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, weil er nämlich am Kreuz gestorben ist, er hat sein Blut vergossen als Lösegeld für uns. Das ist nicht zu begreifen, ich sage es ja immer wieder, aber wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich es gar nicht glauben. Herr, du hast dein Blut für uns gegeben, für uns sündige Menschen, die wir nichts taugen. Danke, Herr Jesus. Wir sind jetzt hier dieser Stein, unendlich wertvoll, aber vielleicht zu nicht viel zu gebrauchen. Und jetzt sagt Jesus ja, ich bin das Licht der Welt, das ist diese Taschenlampe. Und dann sagt Jesus aber auch, ihr seid das Licht dieser Welt. Leuchtet dieser Stein? Leuchtet dieser Brillant? Nein, er leuchtet nicht. Weißt du, warum nicht? Weil dieser Brillant kann nicht von sich aus leuchten. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Du und ich, wir können nicht von uns aus leuchten. Können wir nicht. Wir sind gar nicht in der Lage zu leuchten. Und jetzt pass auf. Mach mal bitte das Licht aus.
Jetzt passiert Folgendes. Jetzt könnt ihr doch diese Taschenlampe hier sehen, ne? Schaut mal, ich leuchte das mal da hinten so an die Wand. Das ist jetzt Jesus, weil er sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Und dieser Brillant leuchtet nicht von sich aus. Das funktioniert nicht. Aber jetzt pass auf, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, wenn wir in die Gegenwart von Jesus kommen, weißt du was, dann passiert mit diesem Stein. Jetzt pass auf, ich lege jetzt diesen Stein über diese Taschenlampe, ne? Schau mal. So kannst du leuchten als Kind Gottes. Weißt du, wie du leuchten kannst? Weißt du, wie Menschen erkennen, dass du ein echtes Gotteskind bist? Hier, wenn du in der Gegenwart von Jesus bist. Und zwar, jetzt pass auf, Jesus sagt, ich bin, schau mal, getrennt von Jesus können wir nicht leuchten. Aber er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt kommt, pass auf, wer mir nachfolgt, guck mal, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ganz einfach. Und jetzt, pass auf, passiert Folgendes. Wenn du dich bekehrst, wenn du ein Kind Gottes wärst, ne, dann zieht Jesus in dir ein. Und jetzt pass auf, jetzt kannst du leuchten. Jetzt bist du erstmal in der Lage zu leuchten. Das sind wir ja. Wir sind unendlich wertvoll. Jetzt sind wir erstmal in der Lage zu leuchten. Und zwar, wenn wir hier dran sind. Und jetzt pass auf. Weißt du aber, was wir oft machen? Jetzt hast du dich bekehrt. Du liest kaum noch Bibel. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass Jesus aus dir herausgeht. Das sage ich damit nicht, sondern Folgendes. Jetzt liest du keine Bibel, gehst nicht in die Gemeinde und entfernst dich von Jesus. Schau mal. Weißt du, was passiert? Du leuchtest nicht mehr. Die Menschen können nicht mehr sehen, dass du ein echtes Kind Gottes bist. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt erkennst du das und sagst, Herr, ich bin von dir eigentlich nur ein Gebet entfernt, aber doch so weit weg. Und ich kann nicht mehr leuchten. Die Menschen sehen gar nicht, dass ich ein Kind Gottes bin. Weißt du, was du jetzt wieder machst? Betest. Jesus, bitte, ich will dir nachfolgen von ganzem Herzen. Und weißt du, was dann wieder passiert? Dann bist du in der Gegenwart Gottes. Und schau mal, wie dieser Brillant jetzt leuchtet. Und dann sehen die Menschen, dass du ein echtes Kind Gottes bist. Dann nimmst du die Eigenschaften von Jesus an. Dann kannst du dabei helfen, dass Gottes Reich gebaut wird. Dann bist du fähig, überhaupt ihnen zu dienen. Dann hilfst du den Menschen, weil du in der Gegenwart Jesu bist. Weil dann beschäftigst du dich mit der Bibel. Du gehst in die Gemeinde. Du gibst dich mit Geschwistern ab und nicht mit gottlosen Menschen, die dir nur Böses wollen. Weißt du, die sagen es nicht, aber es ist so. Und jetzt nochmal, ganz zum Abschluss. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht dieser Welt und er leuchtet durchgehend. Dieses Licht erlischt niemals. Und Jesus Christus sagt, wir sind das Licht dieser Welt. Und wir können von uns aus nicht leuchten. Aber wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dann leuchten wir. Dann leuchten wir. Und so kannst du auch leuchten. Ganz praktisch. Fang wieder an, deine Bibel zu lesen. Geh in die Gemeinde. Gib dich mit Geschwister ab. Geh erstmal auf deine Knie und sag, Herr, ich habe es erkannt. Hey, ich leuchte nicht mehr. Hilf mir wieder zu leuchten. Ja. Ich möchte ein Licht sein für diese Menschen. Und dann zählt das auch wieder für uns. Wir sind ein Licht für diese Welt. Jesus Christus sagt in seiner Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Und das wollen wir werden, oder? Und dazu sage ich ein Amen. Amen.